Moin, moin, meine Lieben und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge von Let's Play The Hunter Call of the Wild. Warum drückt er mich weg? Böser Goofy. Aber okay, da vorne habe ich schon was gesehen und zwar da. Ein schöner Gabelbock, der ist schon ziemlich groß, ja. Also 57 bis 65 hier, ja, schon ordentlich. Was die Kiloanzahl angeht, ansonsten sieht der moderat aus, also ne? Geht schon auf jeden Fall. Dann haben wir hier vorne noch, oh, Wapitis. Der da vorne sieht ziemlich gut aus. Da, der. Die sehen alle gut aus. Der da sah besonders prächtig aus von hinten. Instagram gefällt das. Ich weiß nicht, den habe ich schon mal gebracht, aber ich mag den. Uff! Uff! Böser Goofy. Stop it. Auf jeden Fall muss ich mal eben kurz entscheiden, welchen ich mir hole. Na, ich bin irgendwie nicht so ganz zufrieden mit den Wapitis. Da ist nicht mal ein Vierer dabei. Oh, das da vorne sieht gut aus. Dann könnte man uns erst da vorne hinschleichen, den mit der Armbrust nehmen. Habe ich die Armbrust dabei? Jo, natürlich, sehr gut. Können wir den mit der Armbrust nehmen und dann gehen wir einen weiter. Also dann schießen wir mit dem Gewehr. Da vorne nochmal ein Bison. Oh, der ist auch fett. Übrigens weiß ich nicht, ich glaube aber nicht, einer meinte mal irgendwie in den Kommentaren, dass der Hund keine Tiere verscheuchen kann. Ich denke aber auch nicht, dass das kann. Das wäre ziemlich kacke. Aber ich glaube nicht, ne. Bisher ist mir da jedenfalls nichts aufgefallen. Und der ist auch immer noch ruhig, ne. Immer noch gechillt hier auf 50 Meter, also definitiv nicht. Da brauchen wir gar nicht drüber diskutieren hier. Dankeschön. So, wo ist dann der Vierer? Da vorne. Ist ein Vierer. Das heißt, wir schauen mal eben. Entfernung sind 172 Meter. Sehr gut. Gott, mir fällt gerade auf, ich muss unbedingt meinen Bildschirm putzen. Boah, ist ja richtig schlimm. Sieht aus wie so ein Gemälde von Pollock. Oh Mann, egal. Auf jeden Fall. Ja, ich weiß gar nicht, worüber ich heute reden soll. Irgendwie ist bei mir so gar nichts am Start momentan. All the same. Kennt ihr das, wenn man so in den Alltag reinrutscht? Und ja, irgendwie alles wie immer ist, ne? Und irgendwie ist das heute so ein Tag, wo alles wie immer ist. Wobei, ich habe heute Zwiebeln geschnitten. Sehr viele Zwiebeln für meinen Dörrautomaten. Das war meine Erfahrung für sich. Also so 19 Zwiebeln hintereinander zu schneiden, ist irgendwie so ein bisschen, sagen wir mal, anstrengend für die Augen, ja. Das war so ungefähr wie das Ende von Steins Gate für mich. Gott, hab ich geheult. Oder von Full Metal Alchemist, oh Gott. Allgemein so manche Animes, da. Ach, da bin ich ganz nah am Wasser gebaut gewesen. Bei manchen Stellen. Also hier vorne. Wir werden die anderen gleich einsammeln, aber ich möchte hier erstmal gucken, ob hier noch irgendwas rumläuft. Und ich kann mich nicht so auf meine Hunter-Augen
lassen gerade, weil hier sind so viele kleinere Büsche und so. Ich habe links einen Truthahn gesehen. Den habe ich jetzt nicht anvisiert, aber da vorne war der. Ja, da ist er. Den will ich mir jetzt eigentlich nicht holen. Ich hatte gehofft, dass der Bison hier noch irgendwo ist, aber ich glaube nicht. Wisst ihr was? Ich glaube, dass wir uns besser mit den Gabelböcken da oben beschäftigen sollten. Ich habe so das Gefühl, dass es hier unten nicht mehr so viel gibt. Beziehungsweise, dass es da gar nichts gibt. Zumindest aktuell. Und heute ist mir auch mein Liquid ausgegangen für die Dampfe. Und man merkt doch schon einen Unterschied. Also zu früher. Ich erinnere mich noch ganz genau daran, wie es war, mit Zigaretten aufzuhören. Und es ist ähnlich. Man muss ganz klar sagen, es ist ähnlich. Aber nicht so krass. Also ich glaube, bei Zigaretten vermisst man nicht nur die. Also da ist der Körper nicht nur bei dem Nikotin dabei. Ne? Da sagt der Körper nicht nur, ah, ich will das Nikotin, sondern ich will auch was anderes haben. Das ist da auch drinne. So nach dem Motto. Wisst ihr, wie ich meine? Ist ja allgemein bekannt, dass da viele, viele andere Stoffe drin sind. Aber ich sag euch so, vom Gefühl her ist es ganz anders. Es ist wie. Also bei der Dampfe, bei Nikotin ist es so ein. Ich weiß nicht, wie ich das erklären soll. Man merkt schon, dass man es irgendwo braucht. Beziehungsweise, dass der Körper dir sagt, von wegen, ey, ich brauche das, obwohl das ja eigentlich nicht braucht. Ne, es ist kein lebenswichtiges etwas. Also eigentlich brauchen wir es eben nicht. Hoffentlich ein guter Treffer. Ich hab eigentlich. Ah, ich dachte, ich habe gut getroffen. Vielleicht ein bisschen zu hoch, ne? Das könnte natürlich sein. Ist natürlich sehr unschön, aber ist immer gut, lernt man draus. Ich werde auf jeden Fall nicht mehr von vorne reinschießen. Das habe ich mir schon so oft gesagt, aber ich muss es endlich lernen, dass ich es nicht mehr mache. Und hör du auf, hier an Kot zu schnüffeln. Du bist ein Bluthund. Außer das Tier hatte Blutschiss, dann ist vielleicht was anderes, aber. Okay, der war ein bisschen eklig. Aber, ne, ihr wisst, was ich meine hier. Der soll seinen Job mit Blut machen, nicht mit Kot, bitte. Ne? Das, was du suchen sollst, ist rot. Das ist rot, nicht braun. Okay, also hier haben wir einen, da haben wir einen und der andere lebt noch. Also wenn wir Glück haben, können wir sogar noch ihn finishen. Das wäre schön. Eventuell gibt er uns die Möglichkeit, aber. Uff. Ich hab gerade schon mal gebellt hier. Irgendwas gehört. Da kommt noch einer. Draht 19. Der ist auch wirklich schön. Hi. Ne? Du fühlst dich erhaben, ne? Ich hier im Dreck krieche. Unter dir. Da ist er. Okay, wir haben die Möglichkeit, jetzt den wegzuhauen. Diese Chance hat man nicht oft. Wir könnten ihn jetzt locken. Ich glaube, das mache ich auch. Ich mache mal im Kurzen nur den Wapiti-Caller rein hier. Machen wir mal 9. Wir haben keinen Bock. Okay, wir müssen uns ein bisschen beeilen. Was heißt beeilen? Der wird jetzt nicht so schnell ausbluten. Das dauert ein bisschen, aber wir sollten jetzt hier keinen Tee trinken.
Okay, ich werde mal versuchen, den weiterhin zu callen. Kommt her, hier hinten gibt's zwar Pitti-Muschi. Ach nee, haben wir keinen Bock drauf. Sex Cells gilt wohl nicht für Wapitis. Funktioniert bei uns Menschen ja ganz gut, aber naja. So. Musste mir eben husten, tut mir leid. So, der lebt immer noch. Und ihr seht ihr, die bewegen sich kein Stück. Die sind quasi hirntot. Also bei ihm kann ich es ja verstehen, da hätte ich auch keinen Bock, mich zu bewegen, wenn ich eine Kugel drin hätte. Hä? Ja. Der liegt da so richtig beschissen, ey. Habe ich jetzt absichtlich gemacht. Ist er nämlich wachsam. Ja, dreh dich um, komm. Dreh dich so ein bisschen auf die Seite. Genau. Jetzt habe ich ihn aber, ja, jetzt habe ich ihn gefinisht. Endlich. Den Gnadenschuss. Und da wollte ich mir jetzt Mühe geben, weil ich verkacke in letzter Zeit so viele Schüsse und... Das finde ich schön, ne? Aber jetzt kann ich hier ein schönes Bild machen. Dogo gefällt das. Ja, das ist ein schönes Bildchen, ne? Mit deiner Fresse drauf. So, weiter geht's. Aber, hier müssen wir eben kurz den Dogo auch ein bisschen leveln. Genau, such mal die Leiche, die ist echt versteckt. Guter Junge. So. Na, ein bisschen leveln müssen wir die ja. Müssen wir den guten Goofy. So, auf jeden Fall. Ja, ich habe eben da schon mit angefangen. Nikotin merke ich einfach so eine leichte. Ja, man merkt einfach, man hat da so einen leichten Entzug von. Und man ist vielleicht ein bisschen. Na, unkonzentrierter würde ich gar nicht sagen. Aber ich habe dann immer so Kaltschweiß, wisst ihr? Oder schwitze halt irgendwie immer. Oder mir ist wärmer als sonst. Ist ganz weird. Aber so unkonzentrierter eigentlich nicht unbedingt. Auch irgendwie nicht schlechte Laune oder so. Es ist ein bisschen komisch. Bei Zigaretten, oh, da war ich ein Kotzbrocken, ey. Bei Kippen war ich so ein Kotzbrocken. Also 2 Wochen lang war ich der schrecklichste Mensch überhaupt. Ich war auch zu meiner Familie so kacke. Aber die wussten das. Und danach war der Spuk auch vorbei. Aber die ersten 2 Wochen, ne? Ich war so zum Kotzen. Ja, also wenn ihr mal irgendwann aufhören wollt, dann seid euch gewiss. Das kann ganz schön ätzend sein für die Mitbewohner oder... Für die Familienmitglieder kann das eine ganz schön harte Probe sein. Ja, nämlich wie gesagt, da ist man leicht reizbar. Aber gut, das ist wie bei Junkies halt auch, ne? Genau das Gleiche. Das ist ja sowieso auch nur ein Label. Eine Sucht ist sowieso so ein ganz, ganz mieses Thema, finde ich. So, da vorne sind sie schon wieder. Ich glaube, wir haben schon wieder vergessen, dass hier irgendwas passiert ist. Du könntest dich jetzt umdrehen.
Das wäre richtig cool, ja. Und wenn du jetzt noch aus dem Wald rauskommst, das wäre auch super, weil ich kann da leider nicht reinschießen, weil Expensive World leider nicht findet, dass man die Bäume richtig ausschneiden müsste. Ich weiß, ne? Im realen Leben ist das ja auch so, da sind die Bäume ja auch nicht gut ausgeschnitten, da kann man auch nicht dran vorbeischießen. Wer kennt's nicht, ne? Die Bäume, die die Kugeln aufhalten, ohne dass man sie getroffen hat. Tägliches Expensive Worlds Bashing Häkchen. Aber gut. Dann wollen wir doch langsam mal uns auf den Weg machen und den Dogo hier leveln. Mal ist, ne, zufrieden ist er und aufmerksam. Irgendwie gehen manchmal die ganz komisch weg, die Sachen, oder? Manchmal sau schnell, manchmal nicht so schnell. So, den ersten hat er gefunden. Das war, glaube ich, der, den wir gefinisht haben. Oh, ja. Bolzen. Ach, das geht nur bis 7. Ja. Okay. Also, die Grünen gehen nicht. Ja. Das habe ich jetzt gelernt. Grüne Bolzen, no. Obwohl, der ist doch so schnell gestorben. Der ist so schnell verstorben. Warum sollte das nicht gehen? Der hat doch überhaupt nicht gelitten. Außer vielleicht mental. Aber der hat überhaupt kein Leid spüren müssen hier. 92, 30. Ja, war schon auf dem Weg zu Diamond auf jeden. Ne, hier, seht ihr. Das war schon nicht schlecht. Hätte ich nochmal neu Dings drücken müssen, oder? Verfolgen, glaube ich. Komm, lauf, Goofy. Neue Begleiterstufe. Und spürend ist auch hochgegangen. Aber ich bin mal gespannt, wie das noch gehen wird. Also wie viel da jetzt noch gelevelt wird, meine ich. Ich glaube, wir haben noch einen gehabt, ne? Hier. So, nett. Ja, ruf mal da vorne rum. Ich bin mir gerade nicht sicher, aber dafür haben wir ja den Hund hier. Komm. Komm, Dogo, such. Ja, da ist er. Ne, weil ich war mir gerade nicht sicher, ob hier noch einer ist. Und dafür ist der Hund wirklich perfekt. Der hat mir das jetzt einfach mal abgenommen. Keine nervigen Suchen mehr. Mein Alzheimer Brain wird auch noch unterstützt, ja. Sehr gut. Noch weniger denken. Kann man sich mehr auf Schlafen und Pornos konzentrieren. Nee, aber da vorne hat er und er hat wie viele Punkte bekommen? 16%. Oh, 15%. Nee, war das ein? Nee, ich glaube 16. Der war bei 0%, glaube ich, auf der rechten Seite. Und der Begleiter hier, ja. Ist okay. Also wird immer noch gut gelevelt. Hellgrau, ja. 305. Ja, nicht sonderlich gut. Ja, chill mal deine Nuggets hier. Ja gut. Goofy hat schon mehr oder weniger angekündigt. Die Folge ist zu Ende, meine Lieben. Ich bedanke mich fürs Zuschauen. Wünsche euch noch einen wunderschönen Tag. Wenn es euch gefallen hat, Däumchen nicht vergessen. Bis zum nächsten Mal und tschüss.